Hallo und herzlich willkommen zu diesem Preview-Video vom Tier 7 Kreuzer der Deutschen. Und zwar nennt sich dieser York. Wir sehen hier einmal praktisch das Schiff in seiner ganzen Pracht. Sehr schön, aber auch hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Papierschiff, beziehungsweise um einen Entwurf aus dem Jahr 1923. Deswegen hier jetzt nichts zur Historie, aber dafür gehen wir hier bisschen mehr auf die Zahlen, Daten und Fakten im Spiel ein. Da schauen wir uns als erstes mal die Module an und sehen hier, den größten Nachteil sind die Kanonen, nicht die Kanonen per se, sondern die Drehzeit. Und zwar beträgt die Drehzeit 42,9 Sekunden für 180 Grad. Das ist wirklich sehr lange. Hat dann 5 Schuss die Minute, aber hier sollte man die Modifikation verbauen. Die zeige ich euch aber auch gleich. Dann gibt es noch einen Rumpf, den man verbessern kann auf den B-Rumpf. Dementsprechend hat man dann etwas mehr Trefferpunkte. Die Flugabwehr wird verbessert und auch die Manövrierfähigkeit. Und auch die Feuerleitanlage lässt sich verbessern um 10% auf dann eine Reichweite von 17,3 Sekunden. Wir sehen nochmal hier Trefferpunkte 27.200. Jetzt bauen wir aber natürlich mal das ganze Schiff etwas aus. Dann haben wir eben 32.600, 16 bis 80 mm Panzerung, die Hauptbatterie, die 4x2 210 Kanonen, sind sehr beeindruckend, machen schön Schaden, allerdings eben zu Lasten der Drehzeit. Torpedos gibt es auch, 4x3 533 mm mit 6 km Reichweite bei einer Geschwindigkeit von 64 Knoten. Auch Flugabwehr ist natürlich dabei, auch die werden wir diesmal anschauen. Mittlerer Schaden 16 bei 2,1 Kilometer, 66 bei 2,1, 66 bei 2,1, also hier die 20 mm Flak-Vierling, 24 bei 3,5 und 18 bei 5 Kilometer. Aber ihr seht allgemein, die Deutschen sind hier bei dem Thema Flugabwehr nicht führend. Die Manövrierfähigkeit 32,3 Knoten, Endgeschwindigkeit der Wendekreis 650 Meter bei einer Ruderstellzeit von 8,1 Sekunden. Last but not least, die Oberflächensichtbarkeitsreichweite beträgt 13,9 Kilometer und die Lufterkennbarkeitsreichweite 7,4. Die Modifikationen sehen wir hier, was es allgemein gibt. Die Hauptbatterie würde ich jetzt einfach mal nehmen, beziehungsweise da ist natürlich jeder Spielstil ein bisschen anders. Auf jeden Fall meines Erachtens Pflicht für die York ist die Hauptbatterie-Modifikation Nummer 2. Zwar geht die Nachladezeit nochmal um 10% nach oben, dafür verbessert sich aber die Drehgeschwindigkeit auch um 15%, was sehr sinnvoll und angenehm ist. Steuergetriebe-Modifikation würde ich hier mal verbauen. Aber bitte nehmt es nicht als bare Münze oder als Guide, das ist nur ein Vorschlag. Und auch hier die Ruderstellzeit noch etwas verbessern, wobei die sehr gut ist. Man kann auch den Antrieb verbessern. Das ist natürlich einfach ein bisschen Geschmackssache und immer vom Spielstil abhängend. Jetzt sehen wir hier natürlich die Optik vom Schiff in seiner Normalausführung. Und dann einmal noch praktisch die Tarnung 1. Und die Tarnung 2. Das war's dann also praktisch jetzt hier vom Hafen. Und nun springen wir ins Gefecht und schauen uns doch ein schönes Gameplay an. So, und da sind wir jetzt also im Spiel. Und nicht wundern, wir sind hier sozusagen im Zug mit Ryukat und Ripper. Allerdings ist es ein Replay, was ich aufgenommen habe, da es einfach für YouTube immer ein bisschen schöner ist, wenn man am Anfang ein bisschen was skippen kann. Und der zweite Hintergrund ist einfach, dass es nicht so leicht ist, aktuell mit den Joystick eine schöne Runde zu spielen, da man halt immer First Target ist. Und ja, das ist der Hintergrund, warum hier jetzt also ein Replay, weil da doch wenigstens ein bisschen was in Action dabei war. Vorteil hier natürlich für mich gewesen, Top Tier, Tier 7 in einem 7er, 6er, 5er Gefecht. Und ja, wir boosten uns erstmal hier. Man sieht aber links, Höchstgeschwindigkeit ist schon angelegt.
mit 32 Knoten in dem Fall. Die ersten zwei Zieltreffer auf die Furutake in dem Fall. Und nun in richtiger Geschwindigkeit. Hier auch nochmal drauf, aber die Furutake war leider nicht mehr sichtbar. Dementsprechend hat man zwar die Schüsse gesehen, aber mehr auch nicht. Jetzt auf die Kongo. Dass die Anzeige hier so ein bisschen versetzt ist, lasst euch davon nicht stören. Das ist einfach der Hintergrund des Replays. Ja, hier in dem Fall schieße ich gerade AP, wobei sinniger eigentlich HE wäre. Aber man ist ja mittlerweile schon im Bilde, dass HE die deutlich schwächere Munitionsart ist. Aber man sieht auch hier, selbst drei Treffer haben jetzt keinen Durchschlag gemacht mit AP, also von dem her auf die Distanz nach wie vor immer HE schießen. Außer ihr habt natürlich hier so unten eine Phoenix oder sowas. Das wäre ein schönes AP-Ziel. Aber ich bin da unbeirrbar. Ich bleibe weiter und versuche es mit AP. Und auch der Gegner erkennt mich langsam als Ziel. Die Kongos übrigens, die kann man auch mal mit AP beschießen. Die Colorado, die ist aber dann schon deutlich, ja, besser gepanzert. Und dementsprechend wird es dann da schwieriger. Ausnahmen bestätigen die Regel. Hier ein 3000er Hit und auch noch einen Ausfall zu beklagen. Ripper ist hier mit der Hatsuharu unterwegs und Ryukat mit der Kiev, dem Tier 7 Zerstörer der Russen. Da vorne ist jetzt auch schon deutlich mehr los. Man sieht es an der Minimap ganz gut, wohin der Gegner fährt, wo unsere Zerstörer eben unterwegs sind. Und die Omaha dreht jetzt hier in dem Fall gerade so bei, dass sie hinter dem Inselvorsprung bleibt. Also hier jetzt reinzufahren ist ein bisschen, ja, spannend. So, jetzt hatte ich noch HE geladen, gerade für die Kreuzer, für die Schlachtschiffe. Aber jetzt für den Kreuzer, für die Phoenix, da wird natürlich da ganz sinnvoll AP geladen. Nicht wundern, im Replay seht ihr die horizontale Linie nicht. Beziehungsweise die vertikale. Dementsprechend schaut so aus, als ob ich es mir ein bisschen schwerer mache, als es notwendig ist. Aber wie gesagt, ist einfach dem Replay geschuldet. Und da kommt jetzt New York und alles andere auch noch rum. Dementsprechend muss man jetzt hier aufpassen. Bisher war der Schaden auch von mir, den ich getätigt habe, noch nicht so groß. Ja, ein bisschen zu spät geschossen, beziehungsweise da mussten sich die Türme auch noch drehen. Man sieht auch hier die unglaublich langsame Turmdrehgeschwindigkeit anhand der hinteren Geschütze, die jetzt gerade mal langsam bei der Hälfte ankommen. Also das ist so ein Ding, da müsst ihr einfach auf jeden Fall einen Fokus drauf setzen, die frühzeitig zu drehen und da planen zu spielen. Weil das ist einfach sehr, sehr, sehr anspruchsvoll, das so zu planen, dass das alles auch funktioniert. Reichweite der Torps eben 6 Kilometer. Natürlich ist die New York noch 9 weg, aber man weiß ja nie, wenn sie einem nachjagt, dann kann auch sowas entweder zumindest in der Form helfen, dass der Gegner abdreht oder vielleicht sogar so weit führt, dass der Gegner getroffen wird. Also von dem her, nicht unnötig sparen mit den Torpedos und auch mit den Schüssen nicht. Ihr habt genug davon dabei, deswegen nutzt es auch aus. So, und jetzt sehen wir das Thema. Jetzt hat hinten zwar gedreht, aber vorne noch nicht. Eine HE-Granate hat getroffen.
Und jetzt die New York weiter unter Beschuss halten. Und natürlich bin ich für die auch ein sehr schönes Ziel. Und auch da muss ich leider an den Deutschen kritisieren, dass man sehr schnell sehr viel Schaden bekommt. Also die Panzerung ist nicht so gut, wie ich sie mir gewünscht hätte, um ehrlich zu sein. Das zieht sich bei den Deutschen recht gut und lange durch, wie so ein roter Faden. Also man kann vieles sagen, aber OP finde ich die deutschen Schiffe definitiv nicht. Man muss sie auf jeden Fall wieder ein bisschen anders spielen als alle anderen davor, beziehungsweise die USA und die Japaner. Gerade auch natürlich in Form des HE-Schadens mit der Brandwahrscheinlichkeit, die nochmal reduziert ist. 4 Treffer, 2100 Schaden. So, da ist eine Phoenix. Für die lade ich auch mal schnell wieder AP. Aber die dreht auch wieder bei. Und man kann so pauschalisieren, wenn ihr nicht unbedingt die Zitadelle seitlich trefft, dann eher doch wieder HE. Also so wie sie jetzt fahren würde, wäre HE schöner gewesen. Und die Phoenix kann natürlich gute Haken schlagen. Macht sie auch dementsprechend. Und hier auch schnelle Turmdrehungen aufgrund der Gegner, die eventuell auch hier wieder wie so ein Wiesel sich bewegen. Eher schwierig. New York fährt hier leicht rückwärts dementsprechend. Musste man hier ausweichen. Our victory is in sight. Wir liegen sehr entspannt vorne. Wir haben bisher nur zwei Schiffe, die wir eingebüßt haben. Und über 500 Tickets mehr. Aber keine Sorge, es wird noch ein bisschen Schaden am Ende rausspringen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Die New York bietet sich jetzt natürlich gleich als Ziel an. Und mit einem 7er Kreuzer kann man auch mal sich mit einem 5er Schlachtschiff auf jeden Fall anlegen. Nur wenn zwei davon kommen, wie jetzt hier die Kongo und die New York, wird es dann etwas schwieriger. Aber New York schaut Gott sei Dank nicht auf uns. Dementsprechend kann man hier weiter wirken. Und eine der seltenen Brandschäden an dieser Stelle. Leider aber direkt wieder repariert worden. Dementsprechend kein dauerhaftes Thema. Aber mit 6 Treffern gleich nochmal in Brand gesteckt. Und jetzt kann er nicht mehr löschen. Das ist auf jeden Fall schon sehr angenehm. Und nochmal 7 Treffer und nochmal in Brand gesteckt. Also wenn es dann funktioniert, dann ist so wie der Knoten ist gelöst und dann geht es auf einmal rund. Und jetzt aim ich auf die Kongo um, weil die New York sich immer noch nicht großartig für uns interessiert. Deswegen kann jetzt hier mal die Kongo mal ein bisschen was einstecken. Torps kann man mal schießen. So. Und jetzt brennt sie weg, beziehungsweise wird noch zerstört. Aber gibt noch genug. Hier nochmal eine Kongo und da hinten die Colorado. Also lauter dicke Pötter. Und die Kongo ist hier auf die Insel aufgefahren, muss also jetzt rückwärts setzen. Und man sieht, wenn man trifft, da macht die HE-Schelle schon auch Schaden. Sieben ins Ziel,
Einmal Brand. So soll es sein. Und da ist jetzt eine Omaha. Man hat es gerade gesehen. 8 Treffer, 1480 Schaden. Und die Omaha geht auf uns und wir gehen jetzt auf die Omaha. Und da die erste Zitadelle. Und dann geht auch der Schaden ordentlich rund. So, und jetzt bewegt er sich leider erstmal nicht so, aber jetzt dreht er dann doch die Seite zu. Und nochmal 2 Zitadellen, den Antrieb verschädigt und nur noch 5000 HP. So klappt es dann doch mit dem Nachbarn. Jetzt hat er mich ordentlich beschädigt, aber weg ist er. Und man sieht, gegen andere Kreuzer, auch wenn es nur ein Fünfer war, aber die Omaha ist definitiv kein schlechtes Schiff. Gegen andere Kreuzer hat das Schiff hier auf jeden Fall Vorteile. So, jetzt ist da die Colorado noch. Wir sind aktuell ein bisschen Schaden schon angelangt. Jetzt hat sie die Colorado auch für uns entschieden als Gegner. Und eine Salve schauen wir uns noch an und dann beenden wir das Ganze auch. Und nochmal 759. Die Colorado wird jetzt gleich geholt. Wir schießen die letzten Schüsse aus unserem Turm raus. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Unterm Strich war es eine knapp 80.000er Runde mit noch ein bisschen Brandschaden und allem drum und dran. Da ging dann noch was. Von dem her, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Preview-Video von New York gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.